Überraschung! Ja, heute gibt es ein Video außer der Reihe von uns. Nicht nur Samstag, jetzt, ich habe mich mal entschieden, so vielleicht die nächsten Wochen noch ein Mittwochsvideo rauszubringen, damit wir doch auf den Laufenden kommen und Weihnachten euch 1:1 auf der Linse sind. Aktuell sind, ja, genau. Euch schöne Weihnachten wünschen können. Das ist bald soweit. Ja, es dauert nicht mehr. Und wir müssen gucken, dass wir noch irgendwie einen Platz finden. Weil wir nichts gebucht haben, wo wir Weihnachten und Silvester vielleicht verbringen können. Ja. Wo es dann uns auch gefällt, sodass man da seine Feiertage verbringen kann. Ja, drückt uns mal die Daumen, weil also die Leute sagen, es wird sehr schwierig. Wirklich schwierig. Alles reserviert und gerade über die Feiertage oder Dezember, Januar. Na, wir werden uns überraschen lassen. Bis jetzt hat es immer irgendwie geklappt. Ja, freilich. So, jetzt dann geht's jetzt los. Starten wir wieder durch. Genau. Von El Parello. Und werden sehen, wo uns der Weg hinführt. Ja, lasst euch überraschen. Wir wissen auch noch nicht mehr, wie ihr. Na. Na. Aber wo es hingeht. Ja. Okay. Wir sehen uns. Gut. Lasst gerne einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal. Und kommentiert fleißig. Das freut uns immer sehr. Viel Spaß. Viel Spaß beim Schauen. Geldtransporter. Das wäre sowas, was du bräuchtest als Wohnmobil. Oh, das wäre was, wa? Ey, da kann keiner einbrechen, oder? Und mit dem passenden Security dabei? Auch noch. Ja, auch noch, klar. Ja, dieser Platz ist ab 1. November geschlossen, leider. Und jetzt müssen wir irgendwo einen zweiten suchen. Schade, also eigentlich gar nicht so verkehrt. So, für uns geht es jetzt weiter. Ungefähr 2,4 Kilometer soll der nächste Stellplatz hier sein. Oh, die Hobels. Ist ja furchtbar. Ja, da hinten ist eine Festung, eine Burg. Sieht ziemlich urig aus. Ich liebe Palmen. Habe ich das schon mal erwähnt, Jan? Nein. Nein, mein Kind. Nein. Habe ich nicht. Deswegen bringst du mich auf selbige. Ja, ja. Penis Cola. Penis Cola. Ein super Name, den wir so richtig gut merken können, oder? Ja, der beinhaltet gleich die Eselsbrücke. Ja. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Ja. Endlich habe ich einen Briefkasten gefunden. Na sowas, da haben wir aber lange jetzt gesucht. Na? So. Wir sind in Penis Cola. Und jetzt werde ich gleich mal darüber gehen und versuchen, da oben diese Burg hinter den Palmen da zu inspizieren. Thank you.
so hoch, da kribbelt es mir im Hintern. Sehr interessant, das alles zu besichtigen. Ich muss es daher mal belesen. Ich habe ein deutsches Prospekt bekommen, aber hier ist in allen Sprachen nur nicht in Deutsch das beschrieben. Da muss ich dann nochmal gucken. Aber eine herrliche Aussicht hier oben. Das war die Burg von Peñíscola. Und jetzt muss ich mal weiterschauen, dass ich den Roller wieder finde, weil diesmal bin ich mit dem Elektroroller da, den uns unser Sohn Chris mitgegeben hat, geliehen, mal auszuprobieren, ob das taucht. Nur mit dem Ding, wenn man fährt, kann man überhaupt nicht filmen, sonst fällt man auf die Fresse. Und den muss ich jetzt erstmal wiederfinden, den habe ich irgendwo angeschlossen. Ich hoffe, dass der noch da ist. So, das war eine sehr schöne Unterhaltung, also sehr interessant. Ich muss mich... Lo amanezca otra vez. Otra vez me duela el alma cuando recuerde tus besos y mis manos en tu espalda. Cuando recuerde esas noches que tú dormiste en mi cama, nadie me verá sufrir, nadie me verá llorar. Nadie verá mi dolor en el corazón y el alma. Cuando amanezca otra vez y sepa que te he perdido para quedarme dormido. Bravo. So, wieder dabei im Stellplatz. Und was finde ich vor? Meine Frau, unseren Hund und jetzt haben wir auch noch ein Pferd zu Besuch. Und der Sam macht wieder einen Larry, weil wir, ja, heißt ein Pferd. Ja, hübsches Pferd. Schöne Tour war das jetzt mit dem Roller vom Chris. Das ist gar nicht so schlecht. Sam macht den Larry, der Sam. Guck mal, wie schön wieder aussieht. Saust der Frauchen wieder ein, ja, ne? Mit deinen Hundehaaren. So, wir werden jetzt den Platz hier verlassen in Peñíscola. Nacht war ruhig. Wieder zwei nette Schweizer kennengelernt. An der Stelle liebe Grüße an euch, falls ihr das Video sehen solltet. Für uns geht es jetzt ca. 80 Kilometer weiter Richtung Süden. Und ja, wir müssen mal gucken, ob wir den Platz anfahren können, weil da eine Beschränkung ist für ja, Wohnmobile, die jetzt keine 8 Meter lang sein können. Naja, wir schauen uns den an und dann entscheiden wir, ob wir weiterfahren oder nicht. Alles okay? Alles okay, bezahlt gerade. Super. Fehlt nur noch die Schranke. Dann mal eine gute Fahrt. Ja, eine gute Fahrt. Thank you.
Jo, jetzt sind wir gerade angekommen. Wir sind 30 Kilometer vor Valencia und stehen jetzt hier. Der Strand ist in unmittelbarer Nähe, das Meer auch. Aber wir stehen jetzt so. Also ich weiß nicht, hier stehen zwar noch viele, auch so. Aber ich weiß nicht, ob ich mich hier so wohl fühle, ehrlich gesagt. Naja, schauen wir mal. Ja, und buddelt sich ein Loch, wo es schön kühl ist, ne? Ja. Und hier stehen wir. Hier sieht man den Stellplatz recht schön. Da die Rezeptionsgebäude, wo Bad und Sanitär auch drin sind. Hier neben dem Platz geht es über einen freien Parkplatz oder was das ist, dann vor. Und da hinter dieser Treppe ist dann der Sandstrand. Das ist wie so ein Wall, wie so ein Dünenwall. Sam fühlt sich wohl, Petra ist auch schon da. Wann hat man mal so viel Strand
für sich ganz, ganz alleine. Weit und breit kein Mensch zu sehen, außer... Außer, wo ist sie? Da ist sie! Aber... Aber weiter Dünen nichts. Kein Mensch weit und breit. Eine Geisterstadt. Also hier ist in der Winterzeit überhaupt nichts los. Ganz, ganz wenige Wohnungen, wo mal einer ist. Wahnsinn.